Die deutsche Geschichte besteht ja nicht nur aus den Katastrophen zwischen 1914 und 1945, dem 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts, und nicht nur aus dem Kalten Krieg von 1945 bis 1990. Es ist auch nicht so, wie ein deutscher Außenminister, er war außerordentlich populär, aber ist schon wieder vergessen, mal gesagt hat, was ihm zur deutschen Geschichte einfiele, wäre ausschließlich Auschwitz. Davon kann gar keine Rede sein. In der mittelalterlichen Kaiserzeit standen die Deutschen an der Spitze Europas. Und das nimmt uns niemand weg. Ich denke an die Zeit der Sachsenkaiser, der Salier und der Staufer. Und in dieser Zeit haben ja die Kaiser sich auch bemüht um Pommern und Schlesien und insbesondere Kaiser Friedrich II. Um Ostpreußen, indem er also den Deutschen Orden sozusagen privilegiert hat für seine Aufgabe in Ostpreußen. Und die zahlreichen Ordensbogen zwischen Bütow und Pommern und Narva an der isnisch-russischen Grenze erinnern ja ganz deutlich an die mittelalterliche Kaiserzeit, an die Burgen des Deutschen Ordens in Ost- und Westpreußen, in Lettland und Estland. Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters wäre das Zweite, was ich hier erwähnen will. Sie begann ja schon im 7. Jahrhundert in Österreich und verebbte langsam im 14. Jahrhundert. Hier entstanden die deutschen Neustämme der Ostpreußen, der Westpreußen, der Pommern, der Mecklenburger, der Brandenburger, der Sachsen, der Schlesier und der verschiedenen Ausbildungen der Sudetendeutschen, aber auch der Karpatendeutschen und der Siebenbürger Sachsen. Die mittelalterliche Ostsiedlung ist uns eigentlich nochmal deutlich geworden am 1. Mai 2004, was geschah da? Die Erweiterung der Europäischen Union nach Osten, Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechei, die Slowakei, Ungarn und Slowenien traten der Europäischen Union bei. Außerdem noch Zypern und Malta, das lassen wir mal außen vor. Alle diese Länder sind durch die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters in Verbindung getreten zu Mitteleuropa, zu Westeuropa, zum übrigen Europa. Sie sind dadurch zum Christentum in ein enges Verhältnis gekommen und sie sind durch die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters natürlich auch mit Deutschland und dem deutschen Volk, deutscher Sprache und deutscher Kultur eng verbunden gewesen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ereignis, dass wir daran erinnern, dass das auch für die Zukunft dieser Länder und Völker wichtig ist. Die Reformation Martin Luthers, und ich sage das auch für Katholiken, ist sicher der wichtigste deutsche Beitrag zur Weltgeschichte der Freiheit. Die Reformation ist die Voraussetzung für alle modernen Revolutionen, von denen so viel die Rede ist. Und diese Reformation hatte ja auch einen ganz wesentlichen Schwerpunkt in Ostpreußen. Indem also der Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, auf Rat Martin Luthers zum ersten weltlichen Fürsten, wurde, der das evangelische Bekenntnis, die Reformation annahm. Ostpreußen wurde das erste evangelische Land der Welt. Die ostpreußische Landeskirche ist die älteste evangelische Landeskirche der Welt gewesen. Wunderbarerweise, und sind ja einige hier im Raum, die mit dafür verantwortlich sind, steht das Denkmal von Herzog Albrecht wieder in Königsberg. Preußen war der erste moderne Rechtsstaat auf dem Kontinent. Und dieses Datum, das kaum hoch genug einzuschätzen ist, ist ein Königsberger Datum. Der 18. Januar 1701, die Krönung des brandenburgischen Kurfürsten zum ersten König in Preußen, Friedrich I., ist ja dadurch gekennzeichnet, dass am Vorabend der Schwarze Adlerorden gestiftet wird mit der Devise „Jedem das Seine“, so Briefe. Und „Jedem das Seine“ wird in den Statuten ausgelegt, dass also der Rechtsstaat, jedermann sein Recht erhält, dass der Rechtsstaat an der Spitze steht und dass die Ordensritter sich dafür einzusetzen haben, dass das Recht, das Recht durchgesetzt wird. Preußen ist auch unter König Friedrich Wilhelm I., dem Bürger- und Soldatenkönig, der erste große Flächenstaat der Welt, in dem die allgemeine Schulpflicht gesetzt wird und unter Friedrich dem Großen so um 1750 durchgesetzt wird.
Das ist so gut wie unbekannt, stimmt trotzdem. Preußen ging damals schon von der Maas bis an die Memel, seit 1609 bzw. 1618. Und wenn man also so Chroniken wie vergessener Dörfer in der Johannesburger Heide, Gutten oder Roggen im Kreis Neidenburg anguckt, so wird man feststellen, dass diese Dörfer, die nie vermögend waren, die nie eine Kirche hatten, nie einen Pfarrer hatten, um 1750 eine Dorfschule hatten. Preußen und später auch Deutschland war führend in der Alphabetisierung, war also, um es nochmal zu wiederholen, das erste große Flächenland der Welt, in dem die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt wurde. Frankreich übrigens 1880, England 1882. Dieses angeblich westöstliche Kulturgefälle ist also eine fragliche Sache, die jeweils geprüft werden muss. Religionsfreiheit, das wäre das Sechste, was ich zu sagen habe. Preußen als das erste große Land Religionsfreiheit. Das wird vielleicht dadurch deutlich, dass wir nach Berlin gucken, unsere Hauptstadt und Preußens Hauptstadt und Residenz, und hier die Hedwigskirche, die katholische Kathedrale angucken. Gerade am heutigen Vortrag der morgigen so wichtigen Abstimmung in Berlin über den Religionsunterricht. Und da geht es ja auch um Religionsfreiheit, ganz wesentlich um Religionsfreiheit, meine Damen und Herren, dass nämlich Religion in den Schulen gelehrt werden kann. Das ist also ein entscheidendes preußisches Datum, dass die Religionsfreiheit unter Friedrich dem Großen 1740 verkündet und insbesondere in Schlesien dann realisiert worden ist gegenüber den dortigen Katholiken. Und die katholische Kirche, nach der Heiligen Hedwig von Schlesien genannt, in Berlin ist die Hedwigskirche, die Hedwigskathedrale, wie sie heute heißt, und sie wird eingeweiht von einem Fürstbischof von Ermland, dem letzten, der ein polnischer Adliger war, den Graf Krasinski 1773, der als Pole und Katholik zur Tafelrunde Friedrichs des Großen gehörte. Und wenn ich das hier sage, polnisch, und wenn ich an meinen eigenen tschechischen Namen denke, dann komme ich zu dem nächsten Punkt, Preußen als ein übernationaler Staat. Und da ist Ostpreußen gerade besonders wichtig, und durch die Forschungen von Andreas Kossert ist ja da auch neues Gewicht drauf gelegt worden, dass es in Ostpreußen bis zum Zweiten Weltkrieg viele Kirchengemeinden gab, in denen litauisch gepredigt wurde und in denen masurisch-polnisch gepredigt wurde, und dass eben die Prußen wurden ja vorhin von Ihnen, Herr Zauner, glücklicherweise erwähnt, dass hier also die Ostpreußen selber auch ein Gewicht verschiedener verschiedener Sprachen sind in ihren Ursprüngen, und ich kann also auch aus meiner eigenen Familie das Tschechischsprachige hervorheben oder meinen eigenen Urgroßvater, der vor 100 Jahren in Schlesien abwechselnd sonntags als evangelischer Pfarrer polnisch und deutsch gepredigt hat. Preußen war also ein übernationaler Staat, ähnlich wie Österreich, das sollten wir ruhig behalten. Die Berliner Universität wird im nächsten Jahr, die Friedrich-Wilhelms-Universität, die leider jetzt nicht so heißen darf, wird im nächsten Jahr 200 Jahre alt, gegründet 1810. Wir stehen heute vor dem Tatbestand, dass die alte Universität in der Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre untergeht. Dass also das Humboldtsche Modell zerstört wird, im Sinne also Bologna und einer angeblichen europäischen Standardisierung und einer Qualitätsminderung sondergleichen. Diese Humboldtsche Universität, die vorbildlich für die ganze Welt wurde, alle wichtigen Universitäten, die wirklich an der Spitze stehen und Forschung und Lehre repräsentieren, sind bis heute nach diesem Modell gestaltet. Diese Humboldtsche Universität ist sozusagen in Memel in Ostpreußen in der Zeit schlimmster Niederlage 1807 gegründet worden. Da erschien nämlich ein verdrängter Universitätsprofessor aus Halle namens Theodor Schweiß bei Friedrich Wilhelm III., der sich in den letzten Winkel Preußens zurückziehen musste. Und die haben dem König gesagt, was soll jetzt sein? Und da hat der König gesagt, was der Staat an physischen, wir würden heute sagen materiellen Kräften verloren hat, muss er durch geistige ersetzen. Was der Staat durch materiellen Kräften verloren hat, muss er durch geistige ersetzen. Das war die Geburtsstunde der Berliner Universität. Und dieser Mann, der das den König gefragt hat, was soll aus uns werden, Theodor Schweiß, wurde dann der erste Rektor der neuen Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität 1810. Hoffentlich wird da nächstes Jahr auch dran gedacht.
Das Reich von 1871, was so oft geschmäht wird, war die erste Großmacht der Welt mit dem demokratischen Wahlrecht. Allgemein, frei, gleich und geheim. Steht in keinem Schulbuch und stimmt trotzdem. Vor allen anderen Großmächten hatten die Deutschen das demokratische Wahlrecht. Freilich, das weiß ich natürlich, galt in Preußen das Dreiklassenwahlrecht, was aber längst abgeschafft gehört hätte. Dieses Reich von 1871 wird nicht nur durch Bismarck repräsentiert, sondern durch einen echten Königsberger, nämlich durch Eberhard von Simson. Ein Königsberger Jude, der 1810 geboren wurde, 1899 starb. Er war in jungen Jahren Präsident der Nationalversammlung in der Paulskirche. Und er ist auch Präsident des Norddeutschen Bundes, des Reichstags des Norddeutschen Bundes und bietet Wilhelm I. einen Monat vor dem 18. Januar 1871 in Versailles im Namen des demokratisch gewählten Norddeutschen Reichstages, den haben auch die Ost- und Westpreußen gewählt, die Kaiserkrone an. Und die süddeutschen Staaten schließen sich an. Dieses Reich von 1871, dessen Hauptstadt Berlin wird, seitdem ist Berlin nämlich deutsche Hauptstadt, seit 1871, und das ist ja Gottlob wieder, dieses Reich von 1871 ist voll demokratisch legitimiert. Es ist eine Reichsgründung von unten und von oben. Und die Person von Eberhard von Simson steht dafür. Als letztes wollte ich sagen, und da bin ich mit dem geschichtlichen Durchgang auch fertig, ich habe noch ein bisschen Zeit, auf das Thema Zukunft zu kommen. Als letztes wollte ich sagen, dieses Kaiserreich von 1871 ist der erste moderne Sozialstaat der Welt. Die Grenzen des Sozialstaates haben wir alle erreicht, aber darauf können wir stolz sein.